Staat. Ich gebe nun das Wort an Andreas Gaffner, Nationalrat der EDU. Herzlichen Dank, liebe Freunde, liebe Freundinnen. Die Solidarität mit den unterdrückten Armeniern ist heute groß. Wir alle sind heute hier nach Bern gekommen und haben uns hier versammelt, weil wir einer großen Ungerechtigkeit trotzen wollen. Wir wollen nicht der Ohnmacht verfallen, nicht länger wegsehen. Nein, wir wollen und können nicht mehr schweigen. Was sich in Bergkarabach in den letzten Jahren ereignete und sich diese Woche zuspitzte, ist versuchter Völkermord an den Armeniern. Ein Verbrechen an der Menschlichkeit, das uns dazu verpflichtet, die Stimme zu erheben und den Opfern beizustehen. Den 120.000 Armeniern in Bergkarabach wird nicht nur das ihnen zustehende Selbstbestimmungsrecht verweigert. Nein, sie werden über die Blockade des Latschin-Korridors durch das Regime von Aserbaidschan ausgehungert und in ihrem Überleben bedroht. Gerade auch als Christ kann ich nicht wegsehen, wenn meine Brüder und Schwestern im Glauben drangsaliert und verfolgt und sie mit Vernichtung bedroht werden. Meine Partei und ich zeigen uns daher solidarisch mit den Armeniern und mit allen verfolgten Christen weltweit. Wir Schweizer mit unserer langen humanitären Tradition haben die moralische Verpflichtung, unseren Beitrag zu leisten, um dieses Elend zu beenden. Es gibt für uns alle Möglichkeiten, konkret im Alltag Zivilcourage zu zeigen. Konfrontieren wir zum Beispiel die Migros-Verantwortlichen, weshalb sie über ihre Tochter Migrolino mit dem aserbaidschanischen Staatskonzern Sokar geschäften und so direkt das Regime in Baku unterstützen. Sagen wir ihnen doch, dass wir das nicht gut finden und tanken wir woanders. Auch der Bundesrat hat Möglichkeiten, den drohenden Völkermord an den Armeniern zu stoppen. Die Schweiz ist ja nun Mitglied des UNO-Sicherheitsrates. Lieber Bundesrat, und da möchte ich doch auch den Außenminister, unseren Herrn Cassis, ansprechen, setzen Sie sich dort endlich für eine humanitäre Luftbrücke zwischen Yerevan und Stepanakert unter der Schirmherrschaft der UNO ein. Ich danke Ihnen allen, dass Sie heute nach Bern gekommen sind und ein Zeichen der Solidarität in diesen schweren Stunden gesetzt haben. Vergelt's Gott, unsere Arbeit als Politikerinnen und Politiker geht weiter. Ich stehe weiterhin zur Verfügung, um mich als Nationalrat politisch für die Sache der bedrohten Armenierinnen und Armenier zu engagieren. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank, Herr Nationalrat Gaffner.